Hallo Leute, heute melde ich mich zurück mit einem neuen Video. Ich wollte gerade sagen Tag, aber es ist eigentlich kein Tag. Und zwar werde ich euch heute meine DVD-Sammlung zeigen. Ich habe mir so überlegt, dass ich die jetzt einmal drehen werde. Und immer wenn ich mir neue DVDs kaufe, werde ich die quasi im nächsten Video wieder erwähnen. Also einfach am Ende oder am Anfang kurz hochhalten. Ja. Damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Ich werde auf jeden Film so ein kleines bisschen eingehen. Ich kann euch ja mal kurz nach unten schwenken, weil hier sind nämlich auch noch welche. Hier sind die auch schon in zwei Reihen. Und da habe ich so eine ganz normale Box. Und es ist ein IKEA Kallax. Dieses Vierer-Würfelregal. Und ganz oben seht ihr noch ein Foto mit einer Freundin. Und ganz viele CDs. Auf die werde ich jetzt aber nicht näher eingehen, weil das sind halt einfach irgendwelche noch. Ich muss ganz kurz gucken. Ja, mein Liedstrich passt. ja, deshalb ist es heute halt auch eine andere Location. Also, ich würde mal sagen, wir fangen gerade hier in der Ecke an. Die könnt ihr doch gerade sehen, oder? Ja. Also, da stehen am Anfang meine Harry Potter. Ich bin ein übelster Harry Potter Fan. Ich bin wirklich extrem an sich Fantasy-Fan. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Also halt Harry Potter ist da. Ich denke, das kennen die meisten. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so drauf eingehen. Und falls es jemand nicht kennt, schaut es euch an. dann habe ich hier, ich habe auch noch ein paar Filme, die habe ich selber noch gar nicht geguckt. Die habe ich mir halt irgendwann mal gekauft. Dann kommen wir zu Twilight. Die, also bei Harry Potter habe ich auch die anderen Teile verliehen. Da habe ich jetzt auch nur 5 Stück da. Ne, 6. Dann habe ich die ersten 3 Teile Twilight gerade da. Die anderen beiden habe ich auch verliehen. Dann habe ich 2 Hobbit-Teile, weil ich den ersten haben wir halt aufgenommen auf dem Fernseher. Ich denke, auf Hobbit muss ich jetzt auch nicht unbedingt näher eingehen. Die gehören halt hier so zu meinen Lieblingsfilmen. Dann habe ich Percy Jackson, ne? Also ich habe erst die Bücher gelesen und die waren saugeil. Geil sagt man eigentlich nicht. Die waren sehr gut. Und dann habe ich mir auch die Filme gekauft und ich bin komplett überzeugt. Also ich finde die Charakter einfach toll. Dann habe ich den ersten und den zweiten Teil, den ersten und den dritten Teil Pirates of the Caribbean. Also die mag ich halt auch sehr gerne. Und dann kommt es zu Duell der Magier. Das ist ja so ein Disney-Film, noch ein älterer. Habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen und ich finde ihn an sich ganz gut. Es ist so ein bisschen, ich finde die Geschichte so ein kleines bisschen perplex und es ist schon so ein bisschen sehr an Harry Potter angelehnt irgendwie. Finde ich. Muss jeder sehen, wie er will. So, dann kommen wir zu Narnia. Was viele ja nicht wissen, ist, dass Narnia ein christlicher Film ist. Also ich glaube ja auch an Gott. Und ja, ich finde es halt einfach, ich finde die Geschichten toll. Narnia ist echt sowas, wo ich mir sage, das ist richtig geil. Dann habe ich Mein Leben und ich, die erste Staffel. Ja, das habe ich früher immer total gern geguckt. Schaue ich auch immer noch gern. Ich mag die Schauspieler. Und ich gucke auch gern Türkisch für Anfänger, also die Staffeln, nicht die Verfilmung, die ist irgendwie, finde ich, scheiße. Ja. Doch, das schaue ich mir ganz gerne an. Und ich liebe Simpsons. Dann habe ich die beiden Wiki-Teile. Dann Kriegs Tagebuch, den ersten Teil. Das Leben ist zu lang, der ist auch gut. Am Anfang dachte ich so, ich weiß nicht so richtig, was das ist. Aber der ist tatsächlich gut. Ich kann euch ja mal ganz kurz das vorlesen. Keine Krise ist so verhängnisvoll, überwältigend und aufregend wie die von Alfie Seliger. Also in Klammern halt Markus Hennig. Der jüdische Filmemacher, Hypochonder und Familienvater steckt bis im Hals zu seinen Problemen. Seine pubertierenden Kinder Romy, Hannah Levy und Alan David Schlichter finden ihn lächerlich. Seine Ehefrau Helena Merritt Becker wäre froh, sie fände ihn nur lächerlich. Seine Bank geht insolvent und sein neues Filmprojekt stößt nur schwer auf Gegenliebe. Alfie gerät immer näher in ein Netz von Verschwörungen.
Natascha, Veronika Ferres, die spielwütige Gattin des Produzenten Moguls, Hans Hohlmann, stellt ihn genauso noch wie der einzigste deutsche Schauspieler Georg Maria Stahl Gottfried John als aus Freund und aus Freund wird Feind, aus Hoffnung wird Paranoia und als ihm selbst sein Psychiater Udo Kier rät, sein Leben ein Ende zu machen, versucht Alfie Seliger einen theatralischen Abgang, aber selbst das misslingt ihn. Das ist jetzt ein bisschen überfällig, aber ich mag den Film. Dann zusammen ist man weniger allein. Ja, ist jetzt, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich finde ihn jetzt nicht so gut, aber dann habe ich so einen Wissensfilm über die Sterne von Was ist was. So, und jetzt kommen wir hier in den anderen Teil. Da habe ich auch zwei YouTuber-Filme. Einmal Kartoffelsalat. Sorry, aber es ist der schlechteste Film ever. Also meiner Meinung nach. Ich finde ihn nicht so gut. Irgendwie, ich habe mir so viel erhofft und ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn mir dann auf DVD gekauft. Ich habe gedacht, boah, geil, ein YouTuber-Film mit so richtig vielen YouTubern. Und dann schaue ich ihn und denke so, oh, scheiße. Was hat Torge da verzapft? Also ehrlich, ist jetzt nicht so mein Fall. Klar liebe ich viele YouTuber und deshalb finde ich ihn auch cool, aber irgendwie die Geschichte ist so, ich glaube, Torge war auf Drogen, als er die gemacht hat. Also, dann habe ich Urlaubsreif. Ich liebe Adam Sandler. Das ist echt, glaube ich, mein Lieblingsschauspieler. Dann Kein Ohrhasen. Man tut, was man kann. Das sind diese deutsche Komödie. Bruder vor Luder. Man muss sich halt überlegen, Kartoffelsalat wollte halt wirklich alles selber machen und hat sich deshalb einen kleinen Produzenten, also Take 25 Pictures, ja, gesucht und wollte wirklich was selber machen. Klar, das Ding ist halt, die Lochis, die hatten halt mit Konstantin Film einen riesen Produzenten und so. Und ich finde, man merkt es halt auch. Also ich mag Bruder von Luda viel mehr irgendwie. Ich finde halt auch die Geschichte cool. So, ich soll es ein bisschen ranhalten. Dann Fuck You Goethe 2, den ersten Abend meiner Schwester. Dann Pixels, auch Adam Sandler, ich liebe ihn. Dann haben wir Nichts zu verzollen, Promise Island, Pitch Perfect 1 und 2, das ist so eine Doppel-Collection. Ja, ich finde beide Teile toll. Dann habe ich Magic Mike. Was soll man dazu sagen? Meine Schwester hat Magic Mike XL und ich liebe Channing Tatum. Dann haben wir Raumschiff Surprise Periode 1. Der ist richtig geil. Das ist ja diese Verarsche von Traumschiff Surprise. Nee, von Raumschiff Surprise. Traumschiff. Dann Big Bang Theory, die erste Staffel. Die anderen habe ich ausgeliehen, die anderen Staffeln. Dann Brautalarm. Ist ganz gut. Und habe ich hier noch so zwei Wissensboxen von Marvi Hammer. Die habe ich früher als Kind immer im Fernsehen geguckt und deshalb habe ich die jetzt auch, weil ich finde die ganz gut. So, jetzt nehme ich euch mal mit nach hier unten. Hier habe ich die ganzen Kinderfilme. Die werde ich jetzt schnell hochholen immer und dann euch zeigen. Einmal habe ich die Dreierbox von Arthur. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe mir die Box gekauft und habe noch nie einen gesehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die gesehen habt und ob ihr die gut findet. Dann habe ich Popstar auf Umwegen. So ein Disney-Film halt. Dann die Erich Kästner Collection mit Das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton. Und Charlie Luise, das doppelte Lottchen. Dann kommen wir zu den wilden Kerlen. Die hebe ich nicht hoch, weil die sollte man echt kennen. Dann sein letztes Rennen mit Didi Hallervorden, also Dieter Hallervorden. Palim, palim, ich hätte gern eine Flasche Pommes. Dann Konferenz der Tiere. Hände weg von Mississippi. Mississippi. Dann haben wir Rio 1. Den nehme ich jetzt nicht hoch. Fünf Freunde den zweiten Teil, die anderen habe ich verliehen. So. Ich mache kurz auf Pause, das Telefon klingelt.
bin wieder da. Kurzes Telefonat hinter mir. Fünf Freunde, zwei. Dann Rapunzel neu verföhnt. Finde ich total süß. Dann freche Mädchen 1 und 2. Dann die Hani und Nani 1, Hani und Nani 3. Hexe Lilly Reise nach Mandolan. Der ist auch süß. Und dann habe ich hier hinten noch so richtig Kleinkinderfilme. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist halt sowas wie Felix und Bibi und Tina und sowas. Und das müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt schon wieder von diesem Video. Das ist halt auch ein vorproduziertes Video. Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss.